Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Es ist bereits der dritte Spieltag und damit stehen erste Entscheidungen an. Ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß beim Zuschauen, bedanke mich ganz herzlich bei den Leuten, die immer noch dabei sind. Es sind nicht mehr extrem viele, aber ein paar hundert, manchmal sogar ein paar tausend Leute. Freut mich auf jeden Fall. Viel Spaß jetzt beim ersten Spiel Union Berlin gegen Dresden. Los geht's! Für den ersten FC Union Berlin lief es bislang in diesem Turnier nicht wirklich gut, aber die Minimalchance, sie besteht noch, ins Viertelfinale einzuziehen. Matuschka versuchte anzutreiben, erste Möglichkeit, Sebastian Griesbeck. Nach gerade mal 3 Minuten war es vielleicht der Beginn des Anrennens über 90 Minuten, weil man auch einige Tore schießen muss, um eine gute Ausgangslage zu haben. Das ist überhaupt noch möglich ist. Aber Dynamo Dresden stach dann durch Panagiotis Vlachodimos in der 6. Minute zu. Der Neuzugang am zweiten Pfosten völlig alleine gelassen mit der wunderbaren Direktabnahme zum 1:0 für Dresden. Und bei Dynamo sieht's ganz gut aus. Stark und Ralf Minge quergelegt, da ist Osman Atilgan in der 21. Minute mit dem 2:0. Atilgan, der einen richtig guten Wettbewerb spielt. Der war richtig in Torlaune. Union Berlin brauchte im zweiten Durchgang also mal mindestens 3 Tore. Aufgrund des Torverhältnisses sogar 4, 5 vielleicht. Dementsprechend aggressiv offensiv gingen sie ran. Robert Andrich in der 53. immerhin mit dem Anschlusstreffer. Trotzdem war das ein nahezu unmögliches Unterfangen, zumal sie lange brauchten, um dann wieder gefährliche Tormöglichkeiten zu erspielen. Dynamo Dresden fing dann diesen Ball hier ab. Ralf Minge zu Osman Atilgan und wie gesagt, der hat einen Lauf und lässt sich das nicht nehmen. 80. Minute, das 3:1, die Entscheidung in dieser Partie. Und die Möglichkeit für Dresden ins Viertelfinale einzuziehen, sie besteht nach wie vor. Sie gewinnen hier mit 3:1 und Union Berlin ist damit punktlos ausgeschieden. Somit war klar, der FC Hansa Rostock müsste mit 2 Toren Unterschied gewinnen gegen die Hertha, um weiterzukommen. Aber die Hertha, sie hatte keine Lust auf diese Spielchen. Und ging früh in Führung. 10. Minute, Christoph Piontek steht nach langem Ball frei vor Schober, den lupft er an. Von der Unterkante der Latte springt der Ball über die Linie. Der erste Durchgang nur in der Hand der Hauptstädter, Luke Bacchio. Piontek leitet weiter zu Marcelinho. Schober wieder ohne Chance. 45. Spielminute, 2:0 und langsam musste sich die Kogge bereit machen, dafür aus dem Wettbewerb auszuscheiden. Die Hertha legte nämlich nochmal gut weiter nach. 54. Minute, Piontek mit der nächsten Möglichkeit. Profitiert vom Aufheben der Abseitsregelung. Nächste Möglichkeit, den muss er eigentlich machen. Wir springen in die 90. Minute, weil von Rostock nach vorne auch nicht mehr viel kam. Toussaint gewinnt den Ball, leitet zu Marcelinho. Der steckt nochmal mit etwas Glück zu Piontek. Schober kommt etwas unglücklich raus. 0:3, 90. Minute. Jetzt wurde es auch richtig heftig. Aber Hertha war die deutlich bessere Mannschaft. Schießt sich damit auf Rang 1. Ist sicher im Viertelfinale angelangt. Und kann sich dementsprechend feiern lassen. Greuther Fürth gegen 1860 München, das Duell des Letzten gegen den Vorletzten. Aber es ist noch möglich für München 60, auch als Tabellenletzter, noch weiterzukommen. Und dementsprechend legten sie hier auch los. Dennis Dressel in der 6. Spielminute mit dem 1:0, das die Hoffnung erstmal wiederbelebte. Greuther Fürth war geschockt. Sie stellten sich auch gegen Nürnberg beim 4:0 zuletzt nicht gut an am zweiten Spieltag. Und hier gegen die Münchner Löwen sah es
ebenfalls sehr schlecht aus. 16. Minute bereits das 0:2. Benjamin Laut bringt die dunkelblau gekleideten in zweifache Führung. Noch nicht ganz Pause. Ein weiteres Mal der TSV. Stefan Lex, Moll im Zusammenspiel. Lex schön durchkombiniert. Laut an den Pfosten. Da ist Daniel Wein 0:3 in der 45. Minute. Und das brachte jetzt den TSV 1860 München eine richtig gute Tordifferenz hinein. Sodass, wenn Bayern verlieren würde im Parallelspiel gegen Nürnberg, das Viertelfinale denkbar wäre. Und Sascha Mölders, der unterstrich das. 50. Minute, das 4:0. Er verlängerte kürzlich für ein weiteres Jahr bei seiner Herzenself und macht hier alles klar. Was war mit Greuther Fürth los? Vielleicht mal ein kleines Aufbäumen. Seguin kommt hier erst gegen Weber nicht durch. Nielsen legt nochmal zu Ernst, Sebastian Ernst, aber von Hiller gestoppt. Jetzt gingen bei Fürth die Köpfe komplett in den Sand. Und die Löwen hatten noch nicht genug. Moll, Laut im zweiten Nachfassen gegen Burchardt. 0:5, 77. Minute. Auweia, jetzt wurde es richtig heftig. Nach dem 4:0 gibt es hier noch eine dickere Packung für Greuther Fürth. Und es war immer noch nicht Schluss. Moll, der nochmal nach vorne spielt. Lex ist auch mit dabei. Stefan Lex geht hier spazieren in der gegnerischen Hälfte, bekommt den Ball von Laut wieder, hat die Übersicht, spielt den Ball unten rechts rein und macht in der 87. Minute gar das 0:6. Was für ein Ende in diesem Duell an diesem dritten Spieltag, und die Münchner Löwen müssen jetzt hoffen, dass der 1. FC Nürnberg gegen Bayern gewonnen hat. Der FC Bayern München weiß aber auch, dass ein Unentschieden nach menschlichem Ermessen hier auch reichen würde. Trotzdem wollten die Roten hier aus eigener Kraft alles klar machen. Man wusste ja nicht, dass Fürth dermaßen abgeschossen werden würde. Ansonsten hätte es nämlich auch dahingehend nochmal richtig spannend werden können. 25. Minute, das ist Thomas Müller aus 16 Metern, der aber erstmal noch an Martinia scheitert. Bayern machte das hier richtig gut und Nürnberg, die mit 6 Punkten also durch waren, die verbarrikadierten sich hinten. Über eine halbe Stunde gespielt, Serge Gnabry, gute Übersicht, Flankenball auf den zweiten Pfosten, Leroy Sané mit dem 1:0 in der 32. Minute. Und ein hoher Sieg würde Bayern sogar auf Tabellenplatz 1 spülen, also die direkte Qualifikation fürs Viertelfinale und nicht für die Zwischenrunde. Aber Nikola Dovedan hatte da entschieden was gegen. 52. Minute der Ausgleich. Und jetzt musste Bayern sogar wieder zittern. Ein Tor von Nürnberg und sie wären komplett raus. Nur wenige Minuten später. Müller leitet an. Lewandowski legt quer. Doppelpack Sané, 60. Die zweite Führung an diesem Abend für den FC Bayern München. Und wieder das etwas bessere Polster. Doch der 1. FC Nürnberg steckte den Kopf noch nicht ganz in den Sand. Abschluss Johannes Geis, dann Valentini. Super Parade von Neuer, verhindert den Ausgleich. Nichtsdestotrotz blieb der 1. FC Nürnberg aufgrund der knappen Niederlage auf dem ersten Tabellenplatz. Für den FC Bayern München bedeutet das vermutlich die Zwischenrunde, um ins Viertelfinale einzuziehen. München 60 ist trotz des 6:0 gegen Fürth dann komplett raus. Jo, hier haben wir einmal die Ergebnisse und beziehungsweise die Tabellensituation im Überblick. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht euch eine wunderbare Zeit. Bleibt gesund. Bis dann und adios.